Hallo Freunde, heute wollte ich wieder mal über die Blu-ray reden und wie begeistert ich bin. Also wie man deutlich sehen kann, heute kommt nicht viel Strom bei rum, ne? Also wir sehen 350 Watt und das ist jetzt schon viel. Heute war die ganze Zeit irgendwo bei 100, 150 Watt. So, ich habe es gerade auch ein bisschen übertrieben. Das heißt, alles was unter 20% ist, also beziehungsweise sobald die Batterien unter der 20%-Marke entladen sind, kommt auch Strom aus der Steckdose, das kann man sehen. Ich habe es auf 1% eingestellt, das heißt 1% von dem, was möglich ist. Beziehungsweise 1% ist falsch, 1 Ampere. Auf 1 Ampere habe ich es eingestellt, das heißt 230 Watt können dann quasi aus der Steckdose geladen werden. So, wie man deutlich sehen kann, ich bin tatsächlich unter 20% gekommen. Ich habe gerade frisch geduscht und das Duschwasser habe ich tatsächlich heute aus der Bluetti auch wieder mal warm gemacht, beziehungsweise mache ich eigentlich jeden Tag. Und auch wenn heute nicht viel bei rumgekommen ist, also heute waren wir gegen 12 Uhr irgendwie bei 30%, habe ich das angestellt. Ich habe natürlich das meiste jetzt leer gesogen, aber das hat gereicht, um heiß zu duschen. Ich habe das Wasser auf 65 Grad erhitzt, ich konnte super heiß duschen und ja, heute kommt ja der Strom auf jeden Fall wieder zusammen. Ja. Es läuft noch nebenbei der Kühlschrank, wie man sehen kann, unten rechts 170 Watt zieht er. Dann habe ich heute auch schon den Akku geladen. Für mein Video gerade, das ich gleich machen werde, und zwar den Ferrex-Akku mit 40 Volt. Nein, 40 Volt. Jetzt kann ich kurz erzählen. Also mal kurz umdrehen von der Seite, genau. Den 2040 Volt Akku. Ja. Habe ich auch schon voll gemacht. Der zieht auch über 100 Watt aus dem Gerät. Ja, gleich geht es weiter. Ich gehe im Garten Videos machen. Ich teste gleich meine Astsäge. Und zwar werde ich ein paar Bäumchen fällen, beziehungsweise ein paar Äste abschneiden und ich werde auch noch Metall, also die Säge an Metall testen, einfach mal zu zeigen, wie gut die Metall sägt. Ne? Das werde ich gleich mal hier testen. Das war ein Schnapper, 30 Euro für die Säge, Hammer! Okay, da kamen zwar jetzt noch Sägeblätter und Akku und so hatte ich sowieso schon vorher, aber trotzdem, ja, da konnte ich nicht nein sagen, habe sie mir gekauft und werde sie gleich mal testen, beziehungsweise getestet habe ich sie schon, muss ich ehrlich zugeben. Die ist super, aber ich möchte euch das auch noch mal zeigen. Ja, wie gesagt, also zum Duschen, zum Tee habe ich heute gemacht hier draus und Kühlschrank läuft sowieso die ganze Zeit. Also reicht vollkommen so eine Blu-ray-Tee, ne? Und demnächst wird ja auch aufgestockt. Es muss noch eine Batterie her, sage ich schon länger, aber irgendwann mal kommt das Ganze garantiert. Freunde, kurzes Video. Vielen Dank fürs Zuschauen. Und ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dahin. Danke für eure Abos und Likes.